Ich bin Shahin, ich habe 23 Jahre, ich komme aus Syrien. Wir brauchen eine Pedale. Holst du mir eine Pedale raus? Wir haben in Ensel das ganz große Problem, dass die Mobilität für die Flüchtlinge echt eingeschränkt ist. Wir haben zwar Buslinien, aber die fahren wirklich nicht regelmäßig. Und da haben wir einfach gesagt, die einzige Möglichkeit ist noch das Fahrrad. Da hat sich eine Gemeinschaft zusammengetan, die einfach unheimlich Spaß hat, zusammen was zu erreichen, Dinge in die Hand zu nehmen, ohne immer Nein, Aber und ach, sollen wir nicht doch lieber nochmal warten zu sagen, sondern zu sagen, wir haben hier eine Idee, wir setzen es um so gut wir können. Wir fangen zwar klein an, aber wir gucken mal, was wir auf die Reihe kriegen. Wir haben eine Begleitergruppe, das ist so der Kern unserer Arbeit, dass wir sozusagen in den Häusern hier in Ensel für jedes Haus jemanden gefunden, der Ansprechpartner ist, der hilft, wenn Hilfe benötigt ist. Wir haben geguckt, was sind die Fragen, was interessiert die Leute und haben eben eine Wegweiserbroschüre entwickelt, die ist speziell auf Ensel zugeschnitten. Da hat man verschiedene Bereiche drin, wie kann man hier einkaufen, wie ist man mobil in Ensel und einfach, dass man sich hier im alltäglichen Leben zurechtfindet. Ging es uns eigentlich die ganze Zeit darum, die Menschen zusammenzubringen, um einfach zu zeigen, hey, diese ganzen Ängste und so, die da sind, das ist zwar real und ich kann das auch nachvollziehen, aber wenn ich die Menschen kennenlerne, ist es nicht mehr so. Umso mehr die Menschen sozusagen akzeptieren und auch froh darüber sind, dass Flüchtlinge hier bei uns sind, umso leichter ist die Arbeit, umso mehr können sich die Menschen auch integrieren hier in unserer Gemeinde. In jedem Menschen steckt ein potenzieller Freund. Ja? Und erst dann, wenn ich ihn kennenlerne, kann ich es sagen, ob es ein Freund ist oder nicht. Also ich werde nie vergessen, wo zum Beispiel beim Fasching eine fast voll verschleierte Frau mit Bobfahren gemacht hat. Ja? Also alle saßen so auf so einer Bank und fahren hin und her und sie macht einfach mit. Ja? So, und das funktioniert aber nur, wenn man sie ins ganz normale Leben reinbringt. Aus dem ursprünglichen Projekt der Konrad-von-Ense-Schule über die Bürgerinitiative bis hin zu seiner heutigen Organisationsform hat sich im März der Verein Flüchtlinge werden Nachbarn in Ense gegründet mit dem Zweck, die in Ense lebenden Flüchtlinge zu unterstützen und dem Ziel, eine Willkommenskultur in Ense zu prägen.